Ja, hey Leute und willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Rockstar hat heute den neuen Gegnermodus Running Back ins Spiel gebracht und ich habe den mal für euch angetestet. Running Back gibt's für die PS4, die Xbox One und den PC und ist sowas wie eine American Football Version mit Autos, die perfekt zur Thanksgiving Woche passt, also das Erntedankfest in den Staaten, wo es um Truthahn futtern und feiern geht. Thanksgiving ist dieses Jahr am 26. November, also Donnerstag, von daher auch Rockstars Mini Thanksgiving Special. Der Name Running Back spielt übrigens auf den Typen im American Football an, der in der Offensive versucht, das Ei über die gegnerische Spielfeldlinie zu bringen. Ich habe mir zuerst mal gedacht, shit, das ist jetzt hardcore komplex mit extrem taktischen Spielzügen und Regeln, aber eigentlich ist Running Back doch ein ziemlich einfach zu verstehender Gegnermodus. Bei Running Back fighten zwei Viererteams gegeneinander. Ein Team ist die Offensive, also drei Angreifer und ein Läufer. Das zweite Team ist die Defensive mit vier Verteidigern. Die Leute aus dem Angreiferteam starten mit drei Bifters und der Läufer mit einem Panto, der sich ja wegen seiner Bauweise ziemlich leicht durch die Gegend schießen lässt, wie ein Football halt. Die Angreifer müssen dann dafür sorgen, dass ihr Läufer im Panto in 2 Minuten über die gegnerische Linie auf der anderen Seite kommt, dann ist die Runde gewonnen. Die Verteidiger starten mit 4 Bifters und die müssen im Gegenzug den Panto davon abhalten, über ihre Linie zu fahren. Dafür haben die auch wieder 2 Minuten Zeit. Running Back könnt ihr auf 3 unterschiedlichen Locations zocken. Bei Running Back 1 seid ihr auf der Brücke beim Raton Canyon, schon ein ganz cooler Spot, wo ihr zum Beispiel als Verteidiger den Panto übers Brückengeländer kicken könnt. Running Back 2 spielt auf der Brücke im Textilbezirk von Downtown Los Santos. Als Verteidiger könnt ihr ja schön die Barrieren ausnutzen, um den Panto zu blockieren, oder ihr presst die kleine Karre zwischen die Brückenpfeiler, da kommt er selten wieder raus und explodiert meistens schon vor den 2 Minuten, weil er ständig Schaden bekommt. Running Back 3 ist im Autobahntunnel neben der Millibase. Hier gibt's, finde ich, keine wirkliche Taktik, den Panto mit der Umgebung zu blockieren, außer halt mit euren Bifters. Insgesamt müsst ihr bei den 3 Running Back Locations gut als Team zusammenarbeiten. Sucht euch als Angreifer am besten jeder einen Verteidiger aus, den ihr blockiert, dass der Läufer im Panto nur noch vor einem Verteidiger abhauen muss. Als Verteidiger fahrt ihr am besten etwas nach hinten versetzt, dass immer noch einer hinten bleibt, falls der Panto mal vorn durchkommt. In Kombination dazu könnt ihr natürlich auch gut die Umgebung bei Running Back 1 und 2 ausnutzen. Meine Lieblingslocation ist ganz klar die Brücke im Textilbezirk, weil ihr hier die meisten Möglichkeiten habt, den Panto zu blocken. Danach kommt die Brücke im Raton Canyon und als letztes der Autobahntunnel neben der Millibase. Für mich der schlechteste Spot, weil der Panto hier einfach viel zu leicht auf die andere Seite kommt. Jo, als Fazit würde ich sagen, ein kreativer neuer Gegnermodus in GTA 5 Online, der auch irgendwie wie die von Fans erstellten Destruction Derby Rennen wirkt, nur halt als American Football Version mit einem Panto, der ziemlich schnell in die Luft fliegt. Nicht so geil wie Schlitzer, aber auf jeden Fall mein Lieblingsgegnermodus nach Schlitzer. Ey, ich wünsche euch viel Spaß beim Antesten und an der Stelle muss ich auch nochmal den YouTuber Void erwähnen, weil der für mich einen 40.000 Abo Special Best of zusammengeschnitten hat. Ich bin ja mal wieder nicht dazu gekommen. Auf seinem Channel hat er auch noch ein paar witzige GTA 5 Funny Moments Montagen, also checkt mal Void aus, wenn ihr wollt. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out.